Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Honigblüten, hier zurück zu My Little Horse Riding Gestüt and Me 3. Und wir sind auf dem Weg zum Holzbeppo und es ging jetzt echt schnell, ohne diesen dreckigen Karren ist man dann ganz schnell da eigentlich, muss ich sagen. Ah, und man soll sich ja langsam annähern. Wir gucken mal, ob er wirklich da ist. Und danach müssen wir noch ein Kaninchen suchen. Jim? Jim? Bist du da? Hallo? Er ist da. Luisa? Ich bin hier drüben im Schuppen. Es gibt einen Schuppen? Ach da. Was macht er denn da? Hat er sich da eingeschlossen oder was? Was ist denn hier? Wie kann man denn da überhaupt... Oh, guck mal, ein Collectible. Hallo. Bronk. Hallo. Hallo. Jim, was machst du hier drin? Was machst du hier drin? Die Frage ist eher, was machst du hier? Ach, erst kacken. Ich wollte nur nach dem Rechten sehen. Carsten hat sich Sorgen gemacht und bat mich, nach dir zu sehen. Ja. Alles okay. Jetzt geh wieder. Und warum sitzt du dann in diesem Schuppen? Versteckst du dich? Verstecken? Ich? Natürlich nicht. Ich warte. Was? Worauf? Ich... auf... Okay, hör zu. Ich kann nicht zurück in mein Haus. Oh mein Gott, Aliens. Wieso das denn? Oh nein. Es spukt dort. Ach so, Geister. Das wäre die zweite Alternative gewesen. Ja, spuckt. Nein, da spuckt jemand. Ja, Mädchen. Mhm. Der Geist des Meeres sucht meine kleine Hütte heim. Er kommt jede Nacht, raschelt in den Ecken und bringt Dinge durcheinander. Das ist ein schlechtes Omen. Mann, das ist bestimmt nur eine Katze. Geist des Meeres. Klingt abenteuerlich. Aber es ist wahr. Ja. Seit kurzem sucht er mich jede Nacht heim. Geh rein und überzeug dich selbst. Geil, wir dürfen rein. Okay, ich schau mir das mal an. Hey, das ist bestimmt nur so ein Vieh. So, dann wollen wir mal nachsehen. Ja, wir sehen mal nach. Dann soll er doch nach Rossheim ziehen. Was wohnt er auch hier draußen, der Weirdo? Ach so, jetzt ist die Tür auf einmal offen. Klar. Wir müssen da hochspringen, okay. Das ist also seine Bude. Oh, das ist ja liebevoll eingerichtet. Ich sag doch erst kacken. Guck mal, da draußen hat hier gar kein Klo. Das ist ja wie bei Resident Evil. Wie bei Silent Hill hier so ein, oh, so ein schönes besessenes Waschbecken, Mann. Daraus würde man sich doch gerne ein schönes frisches Glas Wasser zapfen, ne? Ach, und diese Innenanrichtung, er hat so viele Möbel. Wie schön. Jim hatte recht. Irgendetwas ist hier. Das kommt aus der Ecke dort hinten. Okay, ich sehe gar nichts. Okay. Das Muffin? Mal. Jetzt wird Ach mir einiges so. Klar. Wie ist der denn hier hingekommen? Du spukst dir also herum. Komm, ich bringe dich zurück zu John. Aber zuerst sollten wir Jim sagen, dass es nun wieder sicher ist. Ja, krasser Story-Plot-Twist. Es war der Hase. Wie auch immer der hingekommen ist. Oder der war schon in dem Paket, als sie irgendwas verschickt haben. Das heißt, Carsten hat aus Versehen in ein Paket, das er anscheinend hierher geschickt hat, den Muffin mit eingepackt, weil er ihn loswerden will, weil er Pamela und ihm im Weg steht. Ja, er wollte ihn loswerden. Er wollte den Muffin loswerden, sie. Jim, ich habe deinen kleinen Geist gefangen. Er ist jedoch nicht ganz so übernatürlich, wie man denken mag. Du hast ihn vertrieben? Gut. Gut. Ich werde trotzdem noch etwas hierbleiben, aus Sicherheitsgründen. Danke, Luisa. Kein Problem. Kein Problem. Bis dann, Jim. Bis dann, Jim John. Das war natürlich wieder eine überhaupt nicht gruselige Geschichte hier mit dem komischen Jim John, der hier am See lebt und offenbar nicht besonders viel Wert legt auf irgendwas. Das ist so ein potenzieller Freak. Ja, also da würde ich jetzt, wenn jemand sagt, hier, da wurden irgendwie 30 Kinder gegessen, bei wem sollen wir uns denn mal im Garten umschauen, würde ich schon sagen. Vielleicht guckt ihr mal bei Jim in den Schuppen. Ne? Könnte sein, dass man da das ein oder andere Restchen findet. Ja? Der ist auf jeden Fall für mich weirdo genug für sowas. Sehr merkwürdig. Und wie soll dieses Kaninchen sonst hier hingekommen sein? Also, Carsten muss ja das Kaninchen eingepackt haben und hier hingeschickt, weil er es loswerden wollte. Die Frage ist jetzt nur, warum? Was hat Muffin gesehen, was Muffin nicht sehen darf? Ja? Oder von dem Carsten meint,
dass es besser wieder ungeschehen gemacht werden sollte, beziehungsweise ungesehen gemacht werden sollte. Und deshalb hat sich Carsten dafür entschlossen, Muffin einzupacken und eben hier an Jim zu senden, in der Hoffnung, dass Jim es aufisst. Ja, leckeres Kaninchenbraten. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass Jim einfach mal der Schisser des Jahrtausends ist, weil er eben ein Freak ist. Ja, und einfach mal denkt, es wäre ein Geist. Wie soll denn das Kaninchen sonst dahin gekommen sein? Übers Wasser und so, ne? Gehoppelt? So weit glaube ich nicht. Vor allem, das ist ja kein Freiluftland-Kaninchen, sondern das ist ja so ein komisches Zwergkaninchen aus dem Obi. Das läuft nicht einfach mal solche langen Strecken. Ne? Ich unterstelle das dem Carsten. Es war Carsten, übelste Unterstellungen. Wahrscheinlich, er will irgendwie an Pamela ran. Und Pamela hat gesagt, ah, nein, Carsten, komm. Ich habe keine Zeit für dich. Ich muss mich immer so viel um meinen Sohn und um Muffin kümmern. Und weil er ja schlecht den John Boy verschicken kann, hat er wahrscheinlich auch gemacht. Er hat wahrscheinlich schon probiert, John irgendwie so um die Ecke zu bringen. Aber da das fehlgeschlagen ist, hat er dann Muffin benutzt und versucht, dadurch eben an Pamela ranzukommen. Ja? So war's und nicht anders. Und zwar genauso. Hallo Luisa. Hallo. Schon zurück? Ja, ich bin ziemlich schnell unterwegs auf meinem Pferdchen. Ja, Jim hatte ein kleines Problem mit einem Geist. Aber ich habe ihn vertrieben. Okay. Geist? Ja. Nicht so wichtig. Ich habe Muffin gefunden. Sie vertrieb Jim aus seiner Hütte. Da hatte sie sich also versteckt. Ja. Danke für deine Hilfe. Als wüsstest du das nicht. Nimm das als kleines Dankeschön für deine Bemühungen. Okay, wie viel kriege ich? Danke, Carsten. Ich stehe stets zu Diensten. Was habe ich bekommen? Kein Geld? Was habe ich dann bekommen? Ich habe irgendeinen Wertgegenstand bekommen. Da müssen wir zu Hause nochmal den Kleiderschrank checken. Es war auf jeden Fall kein Geld. Oh, der kleine Depri-Boy ist auch noch da. Hey, Depri-John. Du hast sie gefunden. Ja. Wo war sie? Oh, sie ist mir runtergefallen. Aus Versehen. Oh nein. Ja, sie war verschleppt. Sie hatte sich gut versteckt und für ganz schön viel Aufregung gesorgt. Aber jetzt ist sie ja wieder hier. Das beantwortet nicht mit Ansatz eine Frage. Ja, danke, Luisa. Hier, das ist für deine Hilfe. Oh, danke, das ist toll. Bis später, John. Hä, was? Was können mir die denn geben? Sie haben jetzt beide ein Geschenk gemacht, das nichts mit Geld zu tun hat. Was könnten mir denn... Oh, da steht ein Pferd. Das Pferd stand so ein bisschen leicht dezent. Unter der Erde. Was könnten die beide mir denn gegeben haben, was für mich von Wert wäre? Meinst du, John hat mir irgendwie hübsche Unterwäsche gekauft oder sowas? Das wäre ein bisschen creepy. Bei Carsten nicht weniger. Ich meine, also doch, von Carsten wäre es creepiger, glaube ich, als von dem Kleinen, weil der John, der hat sich nichts dabei gedacht. Der dachte sich halt, hey, was mögen denn Frauen? Keine Ahnung. Hat er da hier Svetlana gefragt oder wie die heißt? Und die hat halt gesagt, hier nehme ich das. Ja, ihr wisst schon, ne? Und Carsten ist ja schon ein bisschen auch so, die sind alle hier so ein bisschen strange, ne? Und Martinovic, der versteckt sich immer die ganze Zeit irgendwo und beobachtet mich heimlich. Das ist alles sehr gruselig. Das ist alles sehr gruselig. Auf einmal ist er dann wieder da, dann ist er auf einmal auf dem Turnierplatz und ich denke mir, wie ist er jetzt hier angekommen? Wo schläft der Mann überhaupt? Und was ist Luisa eigentlich? Ja, und ach, das ist alles sehr eigenartig. Wir stehen jetzt schon vor der letzten Endrunde des Turniers. Ich will aber erst gucken, was wir da im Schrank bekommen haben. Und danach können wir nochmal eben schnell, glaube ich, die andere Turnierrunde dranhängen. Das sollte ja kein Problem sein. So. Komm, das will ich jetzt wissen. Ich habe leider die... Also, ich laufe schon wieder, ne? Jedes Mal fange ich wieder an zu rennen. Ich habe leider nicht im Kopf, welche Klamotten ich vorher hatte. Ich habe kein so ein eidetisches Gedächtnis, dass ich mir alles merken könnte, was da irgendwie drin war. Aber wir können ja mal schauen. Wir gucken mal. Wir gucken ja mal, ob wir was finden. So. Eine neue Frisur ist es nicht. Ja. Das ist hier das Kaninchen-Shirt auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich fantastisch hübsch. Das habe ich für die Fotos bekommen. Das da, oder? Kann das sein? Für jede Mission bekommt man hier so ein Holzhack.
Dings. Also das ist auf jeden Fall neu. Und ich glaube, das Holzhack-Ding ist auf jeden Fall neu, oder? Keine neue Hose. Nö. Keine neue Frisur. Keine neue Schuhe. Das ist doch total bitter. Kann ich nicht keine Hose anziehen? Nee, keine Weste. So. Die Haare finde ich aber auch schon echt grenzwertig. Ich glaube, das... So, machen wir mal schwarz. Super. Luisa mag das halt gerne. Die färbt sich halt gerne die Haare um. Das ist halt so ihr Style. Ne? Das mag sie halt. Das findet sie gut. So, auf zum Turnierplatz. Es geht die zweite Expertenrunde zu gewinnen. Komm schon. Blackberry. Nee, Dark Firelord. Auf den Rücken. Und Hips. So, jetzt werden wir mal hier den Leuten zeigen, was wir auf der Ding haben. Auf dem Kasten. So. Hätte ich schlafen müssen? Nee, oder? Oh, ich weiß gar nicht. Wenn ich jetzt trainiert habe, ob ich dann schlafen muss? Hm. Ich glaube, wir können direkt hingehen. Ich bin nicht sicher. Normal schläft hier nur, wenn man speichert. Guck, was ist denn mit dem Reh hier los? Guck mal, wie es da einfach mal rumklettert. Was für ein Badass, dieses Reh. Das ist ja ungeheuerlich. Es sieht so aus, als könnten wir rein in die Halle und unseren nächsten Wettkampf, den vorletzten Wettkampf hier bestreiten. Und so langsam spitzt sich die ganze Sache zu und wir nähern uns dem Finale und das ist auch ganz gut so. Das ist auch ganz gut so. Lädt. Der vorletzte Wettkampf des Turniers steht an. Geil, Alter. So, und los geht's. 8 Versuche haben wir gebraucht im Training. Wir versuchen das jetzt hier beim ersten Mal hinzubekommen. Und danach sind wir noch reicher als reich. Sind wir rich, rich reich. Ja? So rich wie rich, rich. Das ist okay. Nee. Oh, das war gerissen. Hä? Was? 3 Fehlerpunkte? Okay, gut. Ich war aber auch zu langsam, meine Lieben. Ihr habt es gesehen. Ich war nicht im Kanter. Das war ein bisschen blöd. Wir nehmen das mal als Trainingsrunde hier. War sonst super. Also bislang alles gut gelaufen. Aber mit 15 Sekunden Zeitstrafe, vergiss es. Ja. Nicht schaffbar für mich. Ja. Der vorletzte Wettkampf des Turniers steht an. Gut. Jetzt wird's mal ernst. Also gleich in den Kanter. Hier nicht rumblödeln, sondern direkt drauf und dann läuft. Ja, sehr schön. So meine ich das, ne? So mag ich das. Hier auch nochmal. Bin gespannt, ob das letzte Trainingseinheit dann auch exorbitant schwer wird. Okay. Was? Nein! Ich habe noch nie 3 Versuche für ein Turnier gebraucht. Es eskaliert. Oh mein Gott, die Eskalation ist da. Schnell. 10 Sekunden Strafzeit. Shit. Ja, komm, laber mich nicht voll, Alter. Laber mir kein Ohr ab hier. Ich muss das gewinnen. Und los. Einmal, zweimal. Das ist dann der Kant. Also wenn ich am Anfang schon das Mauerhindernis verkacke, ne, dann habe ich wirklich gar keine Lust mehr hier. So, ja. Schön Speedrennen, ne? Wie viele Fehlerpunkte kann man machen? Ja. Die Zeit war gut. Also ohne die Zeitstrafe war das wirklich gut. So, okay, wir starten. Und jetzt mit voller Konzentration, ja. Full of concentration, sage ich immer. So. Oh Mann, ey, warum nur? Wieso bin ich so unkonzentriert? Das ist... Vielleicht nehme ich schon wieder zu lange auf. Ich bin nicht sicher. Boah, das war ein bisschen knapp an der Seite. Oh Gott, das war alles sehr heikel gerade. Ich war da jetzt echt sehr unsicher, ob ich das schaffe. Letzter. Ja, durch. Ja. Geil.
Cornelia, ich krieg dich am Sack, am Arsch, da, an den Dings da, an den, am Bund, hier am Schlawittchen, am Kragen. Ach, da vorne steht mein Pferd. Sehr gut. Dann auch zu Frankie Boy. Das letzte Turnier holen. Oh, ich habe fast 20.000, ey. Es ist nur abgefahren. Guck mal, wenn wir das jetzt gemacht haben, kann ich direkt zurück und weiter. Aber ich gehe vorher nochmal schlafen. Vielleicht gibt es eine neue Post oder sowas für mich. Weil ja manche Missionen erst kommen, wenn ich geschlafen habe. Damit ich dann irgendwie einen neuen Brief bekommen kann oder sowas, ne? Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Mal sehen, ob das die letzte wird, ne? Mal schauen. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.